müssen so langsam mal waschen und deshalb haben wir hier den Scrubber Washback. Der ist ganz cool, den hatten wir schon in Deutschland gesehen und netterweise hat die Firma Scrubber uns den kostenlos zur Verfügung gestellt. Deshalb, Achtung Werbung, müssen wir sagen. Und wir probieren den jetzt einfach mal aus. Also angeblich soll das nur 3 bis 5 Minuten dauern und genauso sauber werden wie in einer Waschmaschine, weil dieses Ding, wir haben es selbst noch nicht ausprobiert, ich mache das jetzt das erste Mal auf, hat von innen solche Noppen. Moment. Also eigentlich sieht es erstmal aus wie so ein Wetback, aber vielleicht kannst du hier einmal reinfilmen, sieht man das? Da drin sind hier solche Noppen. Also, ich packe jetzt mal hier unser Zeug rein. Versuchen es erstmal mit einer etwas kleineren Ladung. Ich denke, das reicht von der Anzahl erstmal. Dann mache ich hier ein bisschen Waschpulver rein. Das ist natürlich selbstverständlich biologisch abbaubar. Wir kippen das Wasser gleich auch nicht in den Fluss, sondern schön woanders weit weg, dass das hier auch nicht irgendwie ins Trinkwasser oder so gelangt. Aber wie gesagt, eigentlich sollte es auch nicht schlimm sein. Das Ding ist jetzt voll. Wir haben uns hier in diesem Teil hier orientiert, weil wir haben ja etwas mehr Wäsche drin und denken, dass das hier dann der Wasserstand sein muss. So, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir das hier jetzt an der Stelle eindrehen, wie bei einem normalen Wetback. Und dann, wenn wir hier beim Waschbrett angekommen sind, zusammenklippen und jetzt deflaten über dieses Teil hier. Das funktioniert ganz gut. Hier kommt Luft raus. So, wir haben das Ding jetzt hier locker 3 Minuten durchgerubbelt und kommen jetzt zu Schritt 4. Wir müssen das Wasser ablassen. Ja, wir sind natürlich extra weit vom Fluss weggegangen, damit das nicht in den Fluss kommt, wie gesagt. Wir haben jetzt hier nochmal das Wasser abgekippt, haben jetzt neues Wasser reingetan, weil wir wollen ja, dass die Waschmittelreste auch weg sind. Das heißt, wir wiederholen die Schritte nochmal. Luft wieder ablassen von dem jetzt sauberen Wasser ohne Waschmittel. Wir haben den Scrubber Washback natürlich mehr als einmal getestet, bevor wir euch ein Fazit mitgeben. Und hier ist jetzt quasi unsere letzte, neueste Wäscheladung. Und ja, wenn man mal dran riecht, dann riecht das Ganze auf jeden Fall wieder eindeutig frisch und sauber. Deutlich, deutlich besser als vorher. Also für einfach mal T-Shirts waschen, die ein bisschen durchgeschwitzt sind, auf jeden Fall eine super Sache. Und natürlich auch total praktisch, dass man kein Waschbecken oder irgendwas braucht, sondern wirklich einfach durch diesen Beutel mit den Noppen schon ja, sein Waschbecken quasi mitbringen. Was man fairerweise natürlich auch sagen muss, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wo ist das hin? Bei unserer Van-Streichaktion zum Beispiel mein Pulli ein paar Farbflecken abgekriegt. Sowas geht natürlich nicht raus. Keine Ahnung, ob es mit der Waschmaschine rausgegangen wäre, aber ja, vielleicht ist es auch einfach mit kaltem Wasser und einem Washback, den man 3 Minuten durchknetet, ein bisschen zu viel verlangt, aber ja, das sind halt quasi die natürlichen Limitationen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, das war's. Von daher eine eindeutige Weiterempfehlung für den Scrubber Washback.